Hallo, hier ist wieder euer Knochenbrot LP mit einem neuen Unboxing, nämlich von dem neuen New Nintendo 3DS. Oh, sehr cool, auch wenn ich ihn für unnötig gehalten habe, aber ja, ich habe mich getäuscht. Er ist eigentlich ein ganz cooler 3DS. Es ist eine neue Handheld-Generation und ja, dann hören wir mal auf hier rumzureden und gucken uns die Verpackung an. Der New 3DS in Schwarz. Ab 6 Jahren freigegeben. Hier irgendwie auf Russisch, keine Ahnung. Coverplatten, ja, da kann man solche Dinger dran machen. Also da gibt es auch so eine Designplatten da mit Mario, Yoshi und allen drum und dran. Gucken wir uns, also hier ab 0 freigegeben. Gut, dann gucken wir uns mal die Rückseite an. Super Stable 3D, bewegungsstabiles 3D. 3D Extra Stable, Super Stable 3D, 3D. Er hat Zielblenden, ein Touchpad, 4 GB, eine 4 GB Micro SDHC Card, eine, also er hat 6 AR-Karten, eine Bedienungsanleitung und Schnellstartanleitung. Die Rückblende ist bereits am System angebracht. Touchpad und Micro SDHC sind Card sind eingesteckt. Für das System wird ein Netzteil benötigt. Ja, dieses Netzteil ist separat erhältlich. Bei dem Händler, bei dem ihr es gekauft habt. Jetzt packen wir ihn aber wirklich aus. Bin schon aufgeregt, Mann. Boah. So, Packung kann schon mal weg. Okay. Hier haben wir die AR-Karten, die jeder kennt. Also, das hier, ne? Bedienungsanleitung und so. Und AR-Karten brauchen wir alles uns nicht angucken. Kennen wir ja schon vom 3DS. Und jetzt kommen wir wirklich zum wichtigsten Ding hier des Unboxings. Außer der Bedienungsanleitung und den AR-Karten. Nämlich den New 3DS. Ne, so eine Platte, die man auf den New 3DS raufmachen kann, aber jetzt wirklich der New bisschen Kamera rumgewackle, der New 3DS. Oh. Bleiben wir mal vernünftig. So sieht er aus. Ja, ein ganz cooles Ding hier. Ja, jetzt muss man hier irgendwo die Platte, dieses Ding hier, auf den New 3DS klatschen. Er hat klatschen gesagt. So, damit er auch ein bisschen schöner aussieht. Und ja, dann kann ich euch mal ein paar Dinge zu dem New 3DS sagen. Er ist 30 Gramm schwerer als der normale 3DS. Er ist 10 mm größer als der normale 3DS. Seine Bildschirmdiagonale beträgt so um die 84, also er die Bild der Bildschirm ist 84,6 mm breit und 50,76 mm hoch. Und ja, das ist schon mal richtig cool, weil ja, ne? Da. Ups, hab schon mal aufgeklappt. Ist ja auch egal. Er hat 4 GB Speicher, der Speicher ist erweiterbar auf 32 GB und der Akku hält von 3,5 Stunden bis zu 6 Stunden, kann man mit diesem New 3DS spielen. Ist auch schon mal cool, so, das kann weg. So sieht der New 3DS aus, mit einer kleinen Kamera hier. Den farbigen Knöpfen, die beim SNES auch waren, also die haben sich einfach die
Farben der Knöpfe vom SNES genommen und die hier in den New 3DS integriert. Das finde ich, also eingebaut, das finde ich natürlich sehr gut. Ich werde auch noch mal ein Bild dazu einblenden. Also, ne, hier ist das Bild zu den SNES-Knöpfen und das finde ich schon richtig cool. Die coole Erneuerung ist auch der C-Stick, der sich ein bisschen der sich ein bisschen komisch anfühlt, weil der ist irgendwie schwer zu bedienen, keine Ahnung. Es fühlt sich halt ein bisschen so an, als wäre der so festgemacht, so, als könnte man den nicht so bewegen. Es fühlt sich halt ein bisschen komisch an. Der Analogstick und der Steuerkreuz sind natürlich auch da. Der Home-Button sieht jetzt noch besser aus. Das Mikrofon ist da, wo es eigentlich sein soll. Die Erneuerung ist auch, dass man jetzt hier die Spielereien tut. Nicht mehr da oben, nein. Sondern hier unten. Hier unten ist auch der Stift. Der war sonst auch immer oben. Ist aber nicht mehr so. Und hier ist auch der An- und Ausknopf. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Und was wir auch von der Wii U kennen, sind die ZR und ZL Schultertasten. Ja, da hat sich Nintendo schon ziemlich Mühe gegeben bei diesem tollen Nintendo, also bei diesem tollen New 3DS. Und ja, dann schalten wir ihn mal an. Oh, und was ich noch sagen will, ist, dass die Kamera genau wie beim 3DS ist, also nichts Besonderes. Also bei der Kamera haben sie sich auch nicht so viel Mühe gegeben. Es geht ja auch nicht um die Kamera, es geht um den New 3DS selbst. So, wir wollen natürlich hier auf Deutsch haben. Okay. Schiebe den 3D-Tiefenregler rechts neben dem oberen Bildschirm bis nach ganz oben und berühre dann weiter. Ja, eine coole neue Erneuerung ist auch der 3D-Effekt. Nämlich, der ist jetzt nicht mehr so hier, dass diese Striche da sind. Nämlich, wenn wir uns zwei, also der hat hier Gesichtserkennung, also der erkennt, ja, in welche Richtung schaut er gerade. Und da bewegt sich auch der 3D-Effekt hin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach rechts gucke, dann geht der 3D-Effekt nach rechts. Wenn ich jetzt nach links gucke, geht der 3D-Effekt nach links. Eine tolle Erneuerung. Habt ihr gut gemacht, Nintendo. Das ist ein Daumen hoch wert. Der Bildschirm muss dir zugewandt sein. Halte einen Abstand von circa 30 cm. Ja, mache ich doch gerade. Schiebe den 3D-Tiefenregler nach rechts. Ja, ist ja gut. 3D-Bilder werden auf dem oberen Bildschirm angezeigt. Bitte berühre 3D-Anzeige. Berühre ich doch. Ach so. Ja, sehr schön. Der 3D-Effekt. 3, 2, 1. Oh, ist ja cool. Wenn ihr das sehen könnt. Da. Schönes 3D. 3D-Bilder werden auf dem oberen Bildschirm angezeigt. Du kannst den 3D-Effekt mit dem 3D-Tiefenregler rechts neben dem oberen Bildschirm anpassen. Als nächstes kannst du die Reichweite überprüfen, in der du 3D-Bilder gut siehst. Weiter. Auf dem oberen Bildschirm kannst du die Position deines Gesichts sehen. Der Rahmen zeigt die Reichweite, in der du 3D-Bilder wahrnehmen kannst. Hier, ich mache den Dings zum Beispiel jetzt nach links. Dann geht der 3D-Effekt nach links, jetzt nach rechts. So, ja. Okay. Ach so. Okay. Überprüfe, ob du 3D-Bilder auf dem oberen Bildschirm noch erkennst, wenn du den Kopf bewegst oder Blickwinkel änderst. Fertig. Sollte ein Kind dieses System verwenden, hilfe ihm bei dessen Einrichtungen. Ich bin aber kein Kind, ich bin ein jugendlicher Erwachsener. Nein, stelle Datum und Uhrzeit ein. Na, da habe ich ja auch mein Handy dabei. Wo ist es denn? Ich nehme ja auch gerade damit auf. Ja, Datum und Uhrzeit. Ja. Will ich doch gerade. Heute ist der. Ich mache das mal mit Stift, das ist angenehmer. Stift. Ja. Ist angenehmer. Heute ist der 18.02.2015.
Uhrzeit 19:02 Uhr. Datum und Uhrzeit wurden eingestellt. Gib einen Nutzernamen ein. Na, das mache ich doch gerne. Okay, was war das jetzt für eine Stimme? Ich heiße. Naja, gebe ich halt meinen Spitznamen an. Also von meinem Kanal natürlich. Knorri. Geburtstag. Ich habe am 1.8. Geburtstag. Kaum zu glauben, Leute. Ich wohne in Deutschland. In Brandenburg. Wer hätte es gedacht? Deine Nutzereinstellungen wurden eingerichtet. Das ist doch cool. So, lege die Interneteinstellungen fest. Oh, dieses System enthält Systemupdates und andere wichtige Mitteilungen von der Tür über das Internet. Bitte akzeptiere den Vertrag zur Nutzung der Nintendo 3DS-Services und Datenschutzrichtlinie. Um zusätzliche Funktionen wie StreetPass und drahtlose Verbindung zu nutzen zu können, um den Vertrag zur Nutzung der Nintendo 3DS-Services und die Datenschutzrichtlinien zu akzeptieren, sowie der Verwendung deiner Daten zuzustimmen, berühre akzeptieren. Das mache ich doch gerne. Insbesondere akzeptiere ich, dass Daten meiner Nutzung dieses Systems von Nintendo in Europa, den USA und Japan zu Marketingzwecken genutzt werden können. Ja. So. Möchtest du die Interneteinstellungen festlegen? Ja. Hallo, meine Aufgabe ist es, dir mit den Interneteinstellungen behilflich zu sein. Okay. Will eine neue Verbindung, um eine Verbindung mit dem Internet einzurichten. Ich mach mal kurz den 3D-Effekt aus, das nervt nämlich sonst in der Aufnahme. Wenn du nicht sicher bist, was du tun sollst, tippe mich an und ich werde versuchen, dir zu helfen. Mach mal kurz einen Cut und... Soll ich dir dabei helfen, eine Verbindung zum Internet einzurichten? Nee. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich komme mal zurück. Wisst ihr was? Wir machen das einfach später. So, Eltern oder Erziehungsberechtigte können den Zugang zu... Ach komm, das weiß ich doch selbst. Wenn Kinder das System verwenden sollen... Ich bin kein Kind! Nein! Jetzt habe ich auf OK gedrückt. Bitte lege eine vierstellige Geheimzahl fest. Abbrechen. Nicht festlegen. Übertrag. Ja. Das will ich jetzt nicht vorlesen. Es ist zu viel. Es wird Daten von einem anderen Nintendo-System auf dieses übertragen werden. Nicht übertragen. Dein System ist nun eingerichtet. Drücke nun den Home-Button. Ja, jetzt haben wir kurz den New 3DS eingerichtet und gleich werde ich euch auch zeigen, was für ein Unterschied es macht. Den New 3DS. Also, der war dann so im Vergleich. Du kannst den Shop aufrufen, um das Design zu ändern. Berühre dazu Home-Menü. Oder das, ja, Einstellungen. Oben links auf dem Bildschirm. Mitteilungen. Nein. Okay. Dann zeige ich euch jetzt auch den 3DS. So. Die machen wir nebeneinander. Der Unterschied ist groß. Der New 3DS ist größer als der 3DS. Können wir nochmal zuklappen. So. Wenn man die jetzt nebeneinander legt, ist der New 3DS etwas größer von Dings her. So. Und ja, die Bildschirmgröße ist auch offensichtlich. Das sieht man jetzt schlicht. Ich mache mal kurz den 3DS an. So. Und oh, dieses Licht einfach. Ach egal. Wird man ja halt auch schon ein bisschen sehen. So. Wie man es schon sehen kann, ist der Unterschied groß. Die Bildschirme sind unterschiedlich groß. Und ja. Schließen bitte. Und jetzt kann ich auch, euch auch den C-Stick zeigen. Der ist natürlich auch dazu da, um das Home-Menü zu steuern. Der ist ziemlich komisch.
Nur leider kann ich euch jetzt kein Spiel zeigen. Zum Vergleich, wie schnell die beide sind. Das ist halt auch ein bisschen, naja, okay. Ich kann euch auch mal zeigen hier, wie schnell die eigentlich brauchen. Ich glaube, das ist sogar bei, das kann ich sogar zeigen, glaube ich. Wo ist denn Nintendo eShop hier? Machen wir mal Nintendo eShop. Da. Ach, zu spät. Toll. Ja, jetzt kann ich nicht mehr zurück, weil der Nintendo 3DS einfach ein bisschen zu langsam ist. Okay, geht nicht. Ja, ist ja gut. Dann machen wir halt... Was kann ich denn noch auswählen? Ich such mal gerade kurz so einen kleinen Vergleich, wo ich das dann vergleichen kann. Ich glaube so bei Meme Maker. So. Start. Oh, meine Güte, jetzt hat er da irgendwas gemacht, was ich gar nicht wollte. Jetzt kann ich wohl wieder nicht zurück. Tolle. Ja, okay. Okay, das bringt alles nichts. Wenn... Lass mich in Ruhe. Ja, das bringt halt auch gleich wieder nichts hier, weil hier noch alles neu ist, alles schön und gut. Da kann ich euch halt irgendwie nicht zeigen, wie schnell der 3D, also der New 3DS inzwischen zum normalen 3DS ist. Also werde ich das noch hinten dranhängen. Entschuldigung. Schnupfen. So, dann machen wir die mal wieder aus. Der kann wieder zur Seite gelegt werden. Tschüss. Und ja, dann hier nochmal C-Stick. Die Knöpfe und dann machen wir ihn auch wieder aus. Gute Nacht, lieber New 3DS. So, aus. Gut, Leute, dann war's das auch mit diesem Unboxing. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt doch einen Kommentar über, wie ihr so den New 3DS findet. Ich finde ihn jetzt nicht so unnötig, aber ich finde ihn eigentlich richtig cool. Also das, was ich mal in dem einen Mario Kart 8 Part gesagt habe, das stimmt jetzt nicht mehr überein, weil ich ihn selbst doch nicht ausprobiert habe. Und jetzt habe ich ihn ja ausprobiert. Also kann man sagen, ich bleibe bei meiner Meinung, also der New 3DS ist ein cooles ja, er ist cool, schön, die Spiele laufen flüssiger, das werde ich auch alles nochmal an das Unboxing-Video dranhängen. Und ja, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Unboxing. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao. Ja, das Unboxing-Video ist doch noch nicht vorbei, weil ich euch noch nicht gezeigt habe, wie flüssig die 3DS-Spiele überhaupt beim New 3DS laufen und wie schnell der New 3DS im Vergleich zum normalen 3DS ist. Das werde ich euch jetzt zeigen, weil ich habe jetzt mir so zwei Spiele rausgesucht. Einmal von mir Pokémon Alpha Saphir und einmal von Black Dog LP, der jetzt mir natürlich erlaubt, Pokémon Omega Rubin. Okay, dann werde ich die beiden Spiele jetzt mal starten und beobachtet mal, was passiert. Ja, Leute, ihr habt gerade beim New 3DS gesehen, dass der New 3DS die Spiele schneller starten kann als der 3DS im Vergleich. Also, das ist schon mal richtig gut, weil manchmal dauert das echt lange, bis ein Spiel endlich mal hier gestartet ist. Und
Es ist eine coole Erneuerung. Und jetzt werde ich euch auch zeigen, wie flüssig das auch wirklich läuft im Vergleich zum 3DS. Auch wenn man es jetzt so ein bisschen schlechter sieht. Naja. Man sieht das zwar jetzt nicht so gut, aber beim New 3DS fühlt es sich richtig gut an. Man kann es zwar jetzt nicht sehen, weil es ein bisschen weiter weg ist. Und hier nochmal beim 3DS. Ja, okay. Man sieht ja auch, dass der Bildschirm etwas heller ist und die Farben etwas kontrastreicher sind. Und hier läuft das Spiel sehr flüssiger, also es läuft sehr flüssig. Die Farben kommen mehr zur Geltung. Und ja, was ich noch vergessen habe, ist, dass der New 3DS auch über eine bestimmte NFC-Funktion verfügt. Nämlich, da kann man auch Amiibos also auf den Touchpender so machen und dann, ja, also da kann man dann mit Amiibo spielen. Es werden auch noch exklusiv für den New 3DS Amiibos rauskommen. Und ja, das finde ich ziemlich cool. Und ja, dann kann ich es euch ja nochmal zeigen. Seht ihr, sogar der, sogar wenn ich den Home-Button drücke, sieht man, dass der New 3DS etwas schneller ist. Tja. Jetzt starte ich es nochmal. Für die, die es nicht so gut gesehen haben. Ist zwar jetzt Ton aus, aber naja. Ja, okay. Dann hat man auch, glaube ich, jetzt gesehen, dass die beiden sich voneinander richtig unterscheiden. Und das finde ich sehr cool. Was kann man eigentlich bei Pokémon Alpha Saphir Omega Ruby mit dem C-Stick machen? Nichts. Da passiert einfach nichts. Und man kann den die Figur auch besser steuern. Und hier beim 3DS ist es noch ein bisschen schwächer. Also, daher das Spiel auch flüssiger läuft, kann man den Charakter, denjenigen auch besser steuern. Und beim 3DS ist es noch ein bisschen, naja, es geht, aber ich, naja, hier, wenn ich zum Beispiel jetzt hier so drehe, dann sieht man ja, oh, steuert sich ein bisschen blöd, aber wenn ich es beim New 3DS seht, dann guckt euch das an, der steuert sich viel besser. Und gut, dann würde ich auch sagen, ich habe euch jetzt gezeigt, wie schnell der New 3DS überhaupt ist und wie flüssig die Spiele darauf laufen und wie schnell er eigentlich auch ist. Und ja, dann war es auch jetzt wirklich mit dem Unboxing. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Unboxing zu schauen. Wenn ja, dann, ja, egal. Gut, dann würde ich auch sagen, das war es jetzt wirklich mit dem Unboxing. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.